Jo, sind wieder bei Zelda Majora's Mask 3D. Beim letzten Mal haben wir uns die Belohnung von den Dekus abgeholt, haben dann noch das Minispiel bei Kome gemacht und eine Flasche gewonnen, neuerdings, statt einem Herzteil. Und haben hier noch das, Bogen-Minispiel gemacht. Und haben dort den größeren Köcher, also den ersten großen Köcher, und ein Herzteil bekommen. Und ich muss sagen, das lief verdammt gut, das Spiel. Ich hätte nicht erwartet, dass ich da so gut plötzlich drin bin. So, in diesem Part möchten wir uns eine weitere Maske holen. Und dafür schwimmen wir erstmal hier durch. Das ist, glaube ich, der schnellste Weg. Jo, und sind sogar direkt schon da. Nämlich dieses Häuschen hier. Das ist. Achtung, vor dir liegt das schreckliche Spinnenhaus, in das wir jetzt reingehen. So, und hier ist einer. Hallo. Oh, hilf mir, ich bin kein Monster. Verfluchte Spinne wurde ich wurde verwandelt. Ich flehe dich an, hier drin. Finde sie alle, die goldenen, die verfluchten Spinnen. Besiege sie. Vergiss nicht das Skulltula-Symbol, welches den Geist der gesiegten Spinne enthält, mit dir mitzunehmen. Nimm den Fluch vor mir, ich werde mich hier bekanntlich zeigen. Mir fällt gerade ein, ich habe was vergessen. Ich muss nochmal raus. Das war gut. Da lang. Ich muss nämlich eben noch fix was kaufen. Das habe ich ganz vergessen. Zumindest wenn es so wie früher ist, aber ich gehe einfach mal davon aus, es ist wie früher. Und deswegen müssen wir uns eben noch schnell ein paar magische Bohnen kaufen. Da wir die dafür brauchen, um da weiterzukommen. Da ja dann letztes Mal dieses eine Bogen-Minispiel schon so gut geklappt hat, bin ich ja schon fast am Überlegen, das andere in Unruhstadt auch in nächster Zeit mal zu versuchen. Was mich schon während meines letzten Streams zu Weißglut gebracht hat. So. Wir haben früher, glaube ich, zwei Wundererbsen gebraucht. Ich werde jetzt einfach mal sicherheitshalber mal drei kaufen. Wer weiß, vielleicht jetzt hier irgendwas dran verändert. Okay. Und ich werde gleich mal kurz das blaue Elixier mal eben wegtrinken, weil ich brauche die Flasche. Das ist gerade sogar sehr praktisch, dass man wieder zwei Flaschen hat. Früher hatte man hier nur eine gehabt und das war dann so eine kleine Herumrennerei, weil man da mehrmals die Bohnen gießen musste. So, einmal weg damit. Und rein. So, und ich kann hier. Genau, Käfer fangen. Ja, und davon brauche ich noch ein paar mehr. Deswegen fangen wir uns noch mehr Käfer. Okay, dann gehen wir doch mal rein. Der ist schick geworden. So, dann lassen wir die Käfer erstmal hier an dem Loch da oben raus. Denn die Käfer können da reinkrabbeln. Und eine Skulptur rausschmeißen. So, auf der anderen Seite. Hier ist sogar eine Karte. Cool. Ist nochmal so ein Loch. Wo wir auch nochmal ein paar Käfer rauslassen. Das sind drei kleine Käfer, die es schaffen, eine ganze Skulptur da aus dem Loch rauszuschmeißen. Was mir aber jetzt neu auffällt. Oh, da haben wir direkt auch noch eine weitere Skulptur. Was mir gerade auffällt, die Skulpturas sterben mit einem Schlag? Haben wir nicht früher zwei gebraucht? So, ich fange mal noch einmal Käfer. Zumindest war es früher so, dass man dreimal Käfer braucht. So, dann nehmen wir uns noch einmal Wasser mit. Das ist nämlich auch hier frisches Quellwasser. Steht auch hier. Moment. Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser. Sumpf-Info-Center. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken. Irgendwo ist auch eine in einen Vasen drin. Nicht hier. Ich weiß, dass ich beim Stream teilweise verdammt lange gebraucht hatte, um da die letzte Skulptula zu finden, weil die sich verdammt gut versteckt hat. So, da haben wir noch eine. Die tun leider nur sehr weh. Die ziehen mir ein ganzes Herz ab, wenn ich aus Versehen in sie reinlaufe. Mal so ein bisschen um.
Ah, da ist eine. Muss noch irgendwo hier unten ist noch eine. Okay, dann gehen wir zuerst hier rein. So, den Deku da können wir wecken, indem wir die Sonate des Erwachens spielen. Weil, naja, wir wecken ihn auf mit der Sonate des Erwachens. Ich finde, das ergibt Sinn. Und tschüss. So. Dann gehen wir hier. Nein! Ich wollte nicht. Ihr dürft gerne wieder zurückkommen, meine lieben Käfer. Ah, hier funktioniert das auch, dass man aus einem Käfer drei machen kann. Ich sollte echt aufhören, in die Dinger reinzulaufen. Das tut mir nur weh. Da war noch eine drin. Ah, Herzen. Perfekt. Also noch Geld. So, die Vasen. Kann man anrempeln. Da springt auch gerne Skulpulas raus. Bin schon wieder reingelaufen. Früher war es so, aus der zweiten und aus der vierten? Moment. Oder aus der ersten? Ja, da ist noch eine drin. So, dann lass mich in mein Inventar. Pack mal die Käfer kurz weg. Haben wir da an der Decke Bienenwaben. Da müssten, glaube ich, auch zwei Skulltulas drin sein. Okay. Das war schon fast getroffen. Das war nicht das Richtige. Okay. Die Bienen sollten wir vielleicht da unbedingt nicht rausholen. Da war nichts drin. Außer Magie, aber Magie brauche ich gerade nicht. Nee. Muss noch ein bisschen weiter zurück. Sonst kann Link da nicht nach oben schießen. So. Da ist wieder nur eine Niete. Und da habe ich komischerweise nicht getroffen, aber gut. Und da ist die andere. Okay. Hätten wir schon mal 11. So, in dem Raum. Man hört ja zum Glück durch das Krabbeln, ob hier noch eine Skulptur ist oder nicht. Und da oben sehen wir auch schon mal eine. Magie, okay. Kann ja eine mal so abschießen. Die kommt ja nämlich hier wieder runter. Ja. So, ich glaube sogar, das waren alle für den Raum. Gehen wir mal kurz da hinten hin. Ja, doch. Ja. Das war gut. Fast schon ein bisschen. Und ja, ich habe auch geschrieben, dass es so zumindest so vorkommt, als würde der Deku schneller fliegen. Das, ja, das kommt mir auch irgendwie so ein bisschen so vor. So. Genau. Und hier müssen wir noch einmal die Käfer reinpacken zum letzten Mal. So. Einmal da reinkrammeln, bitte. Wieso kam der jetzt von rechts? Ja, egal. Okay. Nummer 13. 13? Ja, egal. So. Da vorne. Sind sogar zwei direkt. Können wir eine abschießen und können die andere auch direkt abschießen. Was? Wo kam gerade die Rubine raus? Cool, das hat sogar noch erwischt. So. Die holen wir uns jetzt beide mal. Indem wir da auf die Mitte fliegen. Und zwar können wir das ganz einfach machen, ohne runterzufallen. Indem wir einfach da nach vorne fliegen. Ganz langsam. So, noch dahin und dann darüber. Perfekt. Hm.
Ja, jetzt habe ich auch keinen Krabbel mehr in diesem Raum. Okay. Dann auf in den nächsten Raum. So, hier sind noch mehr als genug. So, nehmen wir die. Hier oben ist sonst nichts. Dann springen wir mal da auf den Stein, sobald die wieder weggeht. Und hätten auch die. So, den könnten wir wegsprengen. Ich glaube, in irgendeiner der Kisten war auch noch eine. Ja. Sogar schon 18. Schauen wir, ob da noch eine in den Kisten war. Ich glaube schon. Ja. So, Nummer 19. Dann brauche ich jetzt mal eben... Ich habe gar keine Bomben. Doesn't matter. Ich habe Selbstmord. Nein. Ja, und da ist der Ort, wo wir die einpflanzen müssen. Ah ne, das Wasser habe ich sogar noch ausgewählt. So, einmal hier einpflanzen. Und einmal gießen. Platsch. So, und damit kommen wir jetzt an die da ran. Die wir uns vorher einmal abschießen. Jetzt quasi einfach dran. Was? Nein! Dran vorbeifliegen, wollte ich gerade sagen. So, war da jetzt noch einer? Hier ist es still in diesem Raum. Okay. Dann nehme ich mir noch mal ein bisschen Wasser mit, weil ich glaube, einmal müssen wir noch. Und dann gehen wir noch mal da hoch. Und hören noch mal genau hin, ob sie wirklich still in diesem Raum ist. Es gibt noch zwei Räume in diesem Haus. Da dürften halt die letzten 10 sein. Ja doch, hier scheint wirklich nichts mehr zu sein. So, dann fliegen wir nochmal kurz rüber. Hier scheint auch nichts weiter zu sein. Nee. Dann hoffe ich mal, das passt soweit. Dass bis zu dem Zeitpunkt, wenn man die ersten 3 Räume hier gemacht hat, dass man genau 20 hat. So, hier haben wir jetzt wieder eine Menge. Okay, er schießt wirklich erst dann, wenn die voll aufgeladen ist. Gut. So, dann haben wir da oben noch eine. Das ist nämlich die, die wir uns gleich mit dem... mit der Pflanze holen müssen. So, das ist Nummer 21. Au, das tat weh. Was? Wie rum ich da dran vorbeigelaufen, gerollt bin. So, dann hier müssen wir noch einen einpflanzen. Theoretisch, zumindest nicht zum Rüberspringen, aber zum Rüberfliegen, an die, um das Skulptur dran zu kommen, kann man ja auch mit den Hasenohren rüber. Also da bis zu dem Punkt dort. So, einmal hier die. So. Dann brauche ich nochmal meinen Bogen. Die sieht man jetzt aber, glaube ich, auch viel besser hier oben, dadurch, dass es so ein Holzdach ist. Die waren früher echt nur sehr schwer zu sehen, diese Waben hier. Die schon kommen. Die letzte erst, die ich abschieße, die hat dann wieder die Skulptur drin. Ne? Ich habe da links gerade noch eine gesehen. So, gehen wir nach ganz... Ach komm, geht hier auch so. Okay. 24 und ich meine, im letzten Raum sind sogar die genau die letzten 6. So, ich kann es mal kurz mal zeigen. Theoretisch, zumindest war es früher immer so, wenn man hier... Was? Du hast nicht dran festgehalten, Link. Das hat früher mal geklappt. Moment.
Sag ich doch, es klappt. So, und für die hier macht man es am einfachsten so. Wegen dem Baumrollen. Zum Deko werden und einfach hier mal durchs Gras drehen. Dann trifft man, glaube ich, am besten. So, 27. Jetzt. Ah, da. Gibt es ja auch noch ein paar an der Decke. Ich hoffe mal, das sind irgendwann alle. Da ist noch eine. Ich habe auf jeden Fall noch welche, von daher. Bienen. Ich glaube, eine krabbelt da. Noch so hier rum. Hab ich gerade noch eine gesehen? Ja, und damit haben wir alle. Da war nur eine in der Decke, drei auf dem Baum und zwei, die so rumkrabbeln. Gut. Damit hätten wir auch das Spinnenhaus hier gelöst. Ganz souverän. Jo, doch. Und der Typ ist wieder frei. Hallo? Mein Herr? Ich bin befreit. Ich dachte schon, meine Dwerge gekommen. Vor einiger Zeit hat mir jemand diese Maske gegeben. Er meinte, ich könnte damit reich werden. Was sagte die Anweisungen, seien hier irgendwo niedergeschrieben. Aber als ich danach suchte, wurde mir der Fluch auferlegt. Hatte ich geahnt, dass dein derartiges Martyrium auf mich wartet, hätte ich sie niemals angenommen. Nimm sie, sie ist dein. Das gruselige Spinnenhaus. Yep, und damit haben wir die Maske der Wahrheit. Yay! So, ich habe genug, sobald ich besser fühle, gehe ich nach Hause. Und mit dieser Maske, ich kann sie mir mal kurz aufsetzen, können wir nur mit Tieren reden, wenn wir sie hochheben. Wuff, wuff, ich habe die Schnauze voll von meinem blöden Herrchen. Was hat ein Rennen und wie ich überhaupt verloren? Oh, wie sehr ich doch die Ranch vermisse. Jupp, das war gerade nochmal so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall für ein weiteres Herzteil. Das wir sogar gleich holen können, sehe ich gerade. Ich überlege gerade, können wir noch irgendwas machen? Das war der falsche Knopf. Ah, was können wir noch machen, mal eben? Ich gehe nochmal kurz zurück nach Unruhstadt. Guck mal, ob ich da irgendwas mit dem Bogen spontan machen kann. Wisst aber auch nicht was. Mein Geld nehme ich am besten mal mit. Das können wir noch gut gebrauchen. Ich glaube, sonst können wir auch spontan gerade nichts machen. Aber wir haben ja gesagt, sollen wir mal hier so die Poster und alles Mögliche angucken. Manche davon sind neu. Rekruten gesucht. Beschützt mit uns den Frieden und sorgt für Gerechtigkeit. Rekruten aus Bilder Wissen. Weißen. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Wisken. Eventuell sind ja hier irgendwo so ein paar Poster, die... Hund. Die wieder auch so irgendwelche Andeutungen machen. Hast du irgendwas Neues zu sagen? Das wird der Bomber. Aha. Mit einem Bild von einer seltsamen Person hat man beim Fotowettbewerb im Sumpf angeblich gute Karten. Ja. Das stimmt. Das ist Lulu. Und da kann man Sachen kaufen. Dann wollen wir noch irgendwie einen Bomber finden. Hast du vielleicht noch irgendwas zu sagen? Die vier Steine in den Löchern der Ebene ändern angeblich die Farbe, wenn sie Musik hören. Mysteriös. Stimmt, das dürfen wir auch machen können. Das ist gerade eine gute Idee. Gut, dass du das erwähnt. Das können wir doch mal versuchen. Oder im nächsten Part dann zu finden. Das sollte aktuell sogar schon machbar sein. Müsste nur noch die vier Löcher finden. Au. Und ich brauche, genau, Bomben haben wir auch gerade bekommen. Perfekt. Bomben? Mal gucken, ob das einer von denen ist. Ja, das ist einer von denen. So. Bei denen ist es ganz einfach. Man nimmt sich eine seiner Verwandlungsmasken und spielt das Dungeon-Lied. Ja, und dann verändern sie ihre Farben. Und die muss man halt alle einfach mal mit dem gleichen Lied anspielen. Die sprechenden Steine.
Du hast den Mythenstein im westlichen Loch der Ebenen von Terminalit gespielt und so seine Farbe verändert. Gut. So, und was es mit den anderen Steinen auf sich hat und allgemein. Machen wir das jetzt noch? Eigentlich können wir das jetzt noch machen. Bringen wir so ein bisschen die Zeit bis zum Anbruch, zur Dämmerung des dritten Tages. So, das nächste Loch. War das das hier schon? Entweder das hier oder ich muss runterspringen. Zu einem. Ja, das ist sogar das hier direkt. Okay. So. Also ich meine, die muss man auch wirklich alle immer in der gleichen Farbe spielen. Also mit dem gleichen Lied anspielen. Das war das in Norden. Ach komm, das sollte nicht allzu lange dauern. Das können wir auch jetzt eben machen. So. Ja, und wir faden wieder langsam aus. Oder zoomen eigentlich langsam aus. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, auch faden gesagt, aber... Weiß ich... Kann man das, nennt man das eher ein Zoom-Out oder eher Fade-Out? Ich glaube, Fade-Out wäre es eher, wenn es so, ich sag mal, auch dunkel wird. Nebenbei, an den Dingern kann man später sehr viel Geld machen. Ich suche dann mal weiter. Hier müsste noch ein Loch sein. Na komm, jetzt warten wir eben kurz bis Dämmerung des nächsten Tages, sonst gucken wir die ganze Zeit mit so einem komischen Zoom. Aber ich finde den Effekt ziemlich cool. Dämmerung des letzten Tages. Es verbleiben 24 Stunden. Jo. Wo war ich jetzt? Da. Ja, das war auch wieder richtig. Ax, Ax, Lil. Okay, ich war nicht nah genug dran. Dafür sind wir jetzt sehr nah dran an unserem Deko-Kerl. So, das war Stein Nummer 3. Nummer 3. Bim, bim. Und jetzt fehlt nur noch im Süden eins. Dann haben wir alle Steine. Und das passt sogar gerade ganz gut, weil wir danach eh Richtung Süden weiter wollten. So, hier war das Loch. Hier war der Typ, dem ich nochmal das Bein brechen kann. Oder eben nicht, weil ich daneben gerollt bin. Na gut, dann darf er halt sein Bein mal behalten. So, war das Loch hier irgendwo am Rand? Ja, aber das konnte man aber sehen. Meine ich. Ich guck gerade mal. Das ist, glaube ich, eins der Löcher. Ah, es könnte sogar das hier sein. Ja, perfekt. Lass mich in Ruhe. Nebenbei, die einzige normale Skulptur des Spiels. Das sah gerade cool aus. Der hat gerade die Hasen auch zur Seite gelegt, als er sich verwandelt hat. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Wie cool. So, und der letzte Stein. Und wir haben unser Herzteil. Blum. So, es könnte rechts noch was kommen. Achso, ja, weil das haben wir auch für den Süden gespielt. Und haben ein Herzteil dafür bekommen. Wir haben im Allmythenschein die gleiche Farbe verliehen. Okay. Dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Und ja, so. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.